Mein Gott. Wenn man Google direkt benutzt, deshalb ist es ja so wie ein DuckDuckGo. Schlechter Mensch, ich bin doch hier, ja ich doch auch, FIFA. Die schlechten Menschen versammeln sich hier alle. Außer Iris, die ist eine absolute Gutmensch hier. BB, danke schön. So, wo waren... Fragen Sie sie doch einfach, ob sie mit ihnen ausgehen will. Sie waren einer der besten Schmuggler auf Kadera. Und jetzt sitzen sie auf einer ziemlich fetten Beute aus dieser Nummer. Wenn sie das nicht zur begehrtesten Junggesellin macht, dann weiß ich auch nicht. Außerdem sehen sie für eine Turianerin gar nicht so übel aus. Sie mag... Sie vertrauen sie mir. Tun sie uns einen Gefallen und kriegen sie das mit Cassia auf die Reihe. Wir haben es satt, um das Theater anzusiedeln. Ich weiß gar nicht mehr, wer Cassia war tatsächlich, aber mir kommt der Name total bekannt vor. Mir kommt der Name sehr bekannt vor. Nachricht für Craigs. Hey Arschloch, Sie können mich tyrannisieren, so viel Sie wollen, aber meine Leute arbeiten deswegen nicht schneller. Sie kriegen ihr Helium-3-Erde, wenn wir fertig sind. Wollen Sie das Zeug selber zur Basis schaffen? Gerne, aber lassen Sie mein Team in Frieden. Der Zugangscode lautet bla. Sam, hast du das Fragment? Ja, der Zugangscode ist vollständig, Pathfinder. Ich markiere die Exilantenbasis in ihrem System. Sehr gut. Machen wir dem, was auch immer Craigs vorhat, ein Ende. Dass deine Teammates immer so random vor dir spawnen müssen. Spawnen! Eine Mission haben wir hier nicht, dann können wir jetzt sagen, wir reisen mal zu diesem Pod hier. Was ist das hier? Die verlassene Mine finden. Ah ja. FW damit auf WhatsApp und Instagram sowie Alphabet, Google und YouTube verdienen Geld mit Werbung. IP-Geotagging ist der Standard. Ja, logisch. Ist immer faszinierend, wenn man sich irgendwas anguckt. Und ob es auf der Arbeit ist oder egal, du hast es plötzlich zu Hause. Das ist eine Auswirkung der Solarstrahlung. Sie ist außerdem mit dafür verantwortlich, dass dieser Planet derart gefährlich ist. Uns die verlassene Mine an. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Wir sind doch gerade hier so hergeflogen. Und dieser Ausschlag... ...doch so groß war. Naja. Ich frage mich halt trotzdem, ob ich euch sagen würde, hey, habt ihr die gleiche IP? Die kosmische Strahlung auf diesem Planeten ist ungewöhnlich hoch. Vermutlich eine Auswirkung der Geißel. Nehmen wir mal an, ich würde da einfach rausgehen. Was würde passieren? Die kosmische Strahlung würde in die Moleküle ihrer DNA eindringen und sie würden aller Wahrscheinlichkeit nach an Krebs sterben. Irgendwie bin ich gerade echt dankbar dafür, dass wir den Nomad haben. I don't have the feeling I should have done this. Wait, let me. Well, I have the feeling this was not the greatest idea I could have done yet. Hallöchen, Jesus, schön, dass du da bist. Ist Wolf jetzt eigentlich wirklich weg? Wolf, es war doch nur ein Scherz, es tut mir super leid. Ne, für GHP müsste man ja am gleichen Router hängen, das stimmt. Das werde ich ab Donnerstag mit meinem Vater. Bist du dann ab Donnerstag wieder da? So, komplett offiziell und fertig. Oh, das ist beunruhigend. Trotz allem, was hier schiefgelaufen ist, dieser Anblick ist einfach atemberaubend. Und das ist beunruhigend, Ryder. Verwirrst mich. Dieser Graben ist halt voll heftig einfach. Der ist so riesig. Das war ein Scherz mit Wolf. Ich habe einen Scherz über seinen Namen gemacht und jetzt schreibt er nicht mehr und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Ach Manu, es tut mir doch leid. Ich sag immer viele dumme Sachen. Scheiße! Diese Krater kommen aber auch immer so. Warum tauchen ständig diese Krater auf? Warum?
verdammten Krater! Mann, das ist voll anstrengend! Wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn jetzt hier? Hä, ich wollte doch hier runter! Verdammte Angst! Mittwoch kommt mein Cousin her und wir übernachten in Freiburg bei meiner Tante und fahren Donnerstag nach Hause. War wie abenteuerlich, ey. Führerschein aus dem Kaugummi-Automaten. Den Führerschein habe ich mir selbst geschrieben mit einem Wachsmalstift, als ich 5 war. So sieht's aus. Automatische Protokolle aktiviert. Errichte Aufklärungsposten. Diese Geräuschlosigkeit hier ist halt einfach irgendwie krass, ne? Verteilt Eishände. Das weckt Wolf auch nicht mehr auf, fürchte ich. So sorry. Wir haben den nächsten Krater für uns entdeckt. Wuhu! Petras Schwester hat gesagt, dorthin hätte man einige entführte Siedler gebracht. Mahlzeit, Hallöchen, 1 Fuffel. Petra hatte alle Einzelheiten. Wie geht es dir? Schön, dass du da bist. Petra hat alle Informationen über diesen Ort. Wir sollten es wohl besser nicht riskieren, ohne sie reinzugehen. Stimmt, das ist ja eine Loyalitätsmission. Also kann man das nicht sogar noch voller machen, wie wir sind? Nein, kann man jetzt hier nicht hin teleportieren? Warum kann ich das nicht? Hier gar nicht. Warum geht... Oh mein Gott. Spiel bitte. Ja. Also um deinen Stream in der Küche zu gucken. Dieses Entenbild als Avatar zu nehmen, war die beste Idee, die ich je hatte. Habe gerade mein iPad genommen, um mir was zu essen zu machen und musste erstmal lachen, als ich das so danke für die Idee. Ah, gerne. Gerne. Kann ich hier aussteigen? Ich registriere gefährlich hohe Stimmen. Ah, stimmt, wir müssen hier... Oh. Ich ziehe sie hoch. Wohin jetzt, Pathfinder? Wir müssen eigentlich nur Vetra wieder rauskriegen. Weg einfach zum letzten Planeten, dann hängen die alle an dir. Iris, ich bin auf dem letzten Planeten jetzt. Verarschst du mich gerade? Verarschst du mich jetzt gerade? Unfassbar. Ach so. Brauchen wir die Vetra? Die Vetra. Nee, das ist schon okay so. Ich bringe uns rein. Das war doch gerade kein Planet. Das ist aber tatsächlich der letzte Planet. Doch, und es ist ein Planet. Du passt wirklich nicht in dieser Geschichte auf. Der Planet wurde halt komplett zersprengt, aber es ist ein Planet. Das sollte auch eigentlich der Planet der Turianer werden. Was jetzt nicht mehr der Fall ist. Weil... For obvious reasons. Reasons. Hä? It's a future! So sehen also ja. Sowas passiert, wenn diese schwarze Einblendung nicht kommt und man einfach irgendwo reingeworfen wird. Habe ich jemals zugehört bei dem? Ich glaube nicht, Iris. Ich glaube nicht. So, nochmal durch die in die Luftschleuse vielleicht fahren. Wieso kann man eigentlich von außen durch die Kuppel rein, aber von... Nee, warte, andersrum. Von innen aus die Kuppel, raus aus die Kuppel. Raus aus der Kuppel, aber von außen nicht rein. Nicht der Einzige, der hier weder das Spiel kennt, noch es gespielt hat. Vielleicht. Ja, wir wollen diese Mission antreten. Ernst? Wieso muss ich das jetzt nochmal bestätigen? Das war ja richtig dumm dann gerade. Oh, das Spiel trollt mich. Sieht verlassen aus.
Ich schwöre, wenn uns Sid auf eine sinnlose Suche geschickt hat, drehe ich ihr die... Weg hier! Los! Also das sah aus, als würdet ihr das Genick brechen. Was zum Teufel war das? Habe ich sie erwischt? Sorry. Ah, Nix. Wie schön, sie endlich kennenzulernen. Und ihre Freunde. Wenn ich mich nicht irre, ist da ja sogar der Pathfinder. Mein Köder war besser als erwartet. Die vermissten Siedler. Wer sind sie? Warum entführen sie Unschuldige? Unschuldige? Sie sind Verbrecher. Sie haben ihnen geholfen, mir zu entkommen. Denken Sie, ich lasse Ihnen das durchgehen? Jetzt haben Sie viel Zeit, darüber nachzudenken. Ich muss wissen, was Sie gemacht und wen Sie verärgert haben. Ich weiß nicht, wer das war oder wovon sie geredet hat. Ich bin nicht so dumm, mir... Schon okay, Vetra. Sie müssen uns nicht schützen. Das war Meriwether. Sie leitet einen Schmugglerring auf Cadera. Wir haben für sie gearbeitet. Vetra hat uns geholfen zu entkommen. Ein neues Leben versteckt in den Außenposten. Iris, welche mysteriösen E-Mails meinst du? Es hätte tatsächlich in der Tat so einfach sein können. Ja, aber das weiß man ja nicht, wenn sie das so sagt. Ah, wir brauchen Vetra. Und dann denkst du ja, okay, dann hole ich Vetra eben her. Sie schmuggeln Gesetzlose in meine Außenposten. Ja, wir haben Fehler gemacht. Dank Ihnen habe ich meine Familie wieder gesehen. Hören Sie, ich kenne sie nicht. Keinen von Ihnen. Ich muss hier raus. Es gibt keinen Fluchtweg. Es gibt immer einen Fluchtweg. Okay, das ist wieder so eine... Sie müssen mir glauben, Ryder. Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber ich werde es rausfinden. Nun müssen wir zuerst von hier weg. Wir müssen reden. Verarscht ihr mich? Ja, ich weiß. Diese Menschen glauben, ich hätte ihnen geholfen. Und aus irgendeinem Grund fühlt Meriwether sich dadurch hintergangen. Und sie wissen bestimmt nichts über die Vorfälle hier? Ryder, ich schwöre es beim Leben meiner Schwester. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um in Meriwethers Fadenkreuz zu geraten. Wie gut kennen Sie Meriwether? Ich habe von ihr gehört. Eine Schmugglerin. Ohne Verbindung zu den Verbanden oder dem Kollektiv. Ich habe nie Geschäfte mit ihr persönlich gemacht. Sie soll ziemlich unberechenbar sein. Ich, keine Ahnung, Iris, wirklich nicht mehr. Ich lese sie so viele Sachen ständig. Ich weiß es nicht. Hallöchen, Alex, schön, dass du da bist. Schon lustig in so einer ernsten Sequenz das Vogelschwitz im Hintergrund. Das ist halt normal hier. Das gehört einfach dazu, Mel. Was hat Meriwether ihrer Ansicht nach vor? Sie wollte mich erledigen und hat die Leute als Köder benutzt, von denen sie glaubt, dass ich ihnen geholfen hätte. Ich würde sagen, sie will mich töten. Nach einem gründlichen Verhör, versteht sich. Mit ihnen hat sie offenbar nicht gerechnet. Vielleicht will sie im Austausch für sie etwas aus der Nexus. Wir reden später weiter. Jetzt müssen wir erst einmal hier raus. Das wollte ich hören. So, aber wir reden natürlich erstmal mit dem Galloway hier noch. Hallo. Vetra wirkt ziemlich aufgeregt. Langsam zweifle ich daran, ob alles so war, wie ich dachte. Ich hoffe, das alles klärt sich möglichst schnell. Es wurde erwähnt, dass Sie ein Nexus-Exilant sind? Das stimmt. Ich bin nicht stolz darauf. Als wir hierher kamen, war die Lage schlecht. Richtig schlecht. Es war einfach, die Initiative zum Sündenbock zu machen. Als es dann zur Revolte kam, habe ich mich angeschlossen. Aber auf Cadera ist es nicht besser. Oder ganz alleine. Da draußen. Dank Vetra habe ich eine zweite Chance erhalten, das Richtige zu tun. Ich wünschte, ich wüsste, wovon er gesprochen hat. Erzählen Sie mir mehr über Meriwether. Sie war früher so eine Art Landvermesserin für das Militär. Heute ist sie eine Bandenchefin und Schmugglerin. Am Anfang war die Arbeit für sie ganz in Ordnung, bis sie anfing, Dinge zu tun, mit denen wir nicht einverstanden waren. Aber du kannst bei Meriwether nicht einfach kündigen. Wir brauchten jemanden, der uns ein Versteck besorgt.
Und jetzt ist Meriwether überzeugt, wir würden gegen sie vorgehen oder so. Hm. Hallöchen, Vincent. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Sie sagten, Vetra hätte ihnen geholfen. Wie genau? Einige von uns wollten Caldera verlassen. Sie muss davon über Kontakte erfahren haben. Sie hat uns kontaktiert. Hat Aufträge für die Außenposten erfunden. So sind wir weggekommen. Wir haben sie nie persönlich getroffen. Nur über Funk. Vielleicht war sie es nie. Ach ja? Jedenfalls dachten wir, Meriwether würde uns gehen lassen. War ein Irrtum. Wissen Sie, was Meriwether mit uns vorhat? Wir waren nur der Köder für Vetra. Vetra ist hier, also hat Meriwether für uns keine Verwendung mehr. Und Vetra? Rache wahrscheinlich. Meriwether mag Leute nicht, die ihre Geschäfte stören. Eines ist sicher. Keinem von uns steht etwas Gutes bevor. Wie kam Meriwether an eine Basis auf diesem Planeten? Durch Freunde auf Caldera. Angara, die ihr von diesem Ort erzählt haben. Das hier war mal eine Mine oder so. Wurde beschädigt und dann stillgelegt. Perfekt für Meriwether. Sie wollte selbstständig losschlagen. Unabhängig von Sloan. Wir haben viel Arbeit hier reingesteckt. Wir haben ein Nischengeschäft etabliert und Dinge getan, von denen selbst Sloan die Finger lässt. Oh Mann. Diese ganzen Schmugglerweiber hier, die sind voll anstrengend. Wir reden später weiter. So. Euch kann ich nicht reden, aber hier ich lag wusste, noch dass Meriwether uns findet. Ein Datenpad. Gellos Tagebuch. Prodromus ist wirklich das, was die Initiative in den Prospekten versprochen hat. Aber es kommt schon hin. Mit genügend Hoffnung und einem trüben Blick kann man es schon erkennen. Die Hilfsarbeiten sind ermüdend, aber immer noch besser als für Sloan Waffen und Drogen zu verschieben. Ich hätte mich nie den Aufstand anschließen sollen. Zweite Chancen. Ah ja, okay. Okay, sie haben das ist schon mal gut. Kann ich hier noch irgendwas mit irgendjemandem kommen? Nein. Nein, ihr steht hier einfach nur so herum, um ein paar Sprüche mal zu kloppen. Nun gut, dann, ja. Schauen wir mal, ne, ob wir hier irgendwie rauskämen. Die Türsteuerung ist von hier aus nicht zugänglich, Pathfinder. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ich kann die Türen von meiner Seite aus öffnen, aber sie sind abgeschaltet. Wir müssen die Stromversorgung wiederherstellen. Ist das Sid? Von Ihrer Seite aus? Wer sind Sie? Das gefällt mir gar nicht, Ryder. Sorgen Sie einfach dafür, dass diese Türen wieder Strom kriegen. Wieso funktioniert bei dir Twitch denn nicht wieder, Vincent? Er scheint funktionsfähig zu sein. Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Ach, oben, wieso laufen die... Oh. Okay, das wird, glaube ich, schon ein wenig anstrengend. Okay, hier sind halt Kabel. Damit könnten wir die Tür vielleicht mit dem Generator verbinden. Achso, wir sollen einfach die Stromkabel. Und? Bitte sehr! Danke sehr! Mist! Durch das Hacken der Tür wurde ein stiller Alarm ausgelöst. Wenn die Wachen Galloway und die anderen sehen, sind sie tot. Wir müssen sie verstecken. Der Lagerraum! Los, alle rein da! Die Kolonisten stellen sich nicht clever an. Ich sende die Bilder der Überwachungskameras an diese Konsole. Dann sehen sie, wenn die Wachen kommen. Wenn sie warten, bis sie vorbeikommen, können sie sie vielleicht überraschen. Geil, dass ich das scannen könnte. Okay. Erste, zwei. Da steht aber noch einer. Der geht jetzt auch noch hier hin. Sicher? Sie haben sie nicht gesehen. Bleiben Sie hier, wir kümmern uns darum. Hallo, ich schieße dir mal direkt ein Schild runter. Okay, danke. Tschüss. Ich habe mich erstaunlich gut um die gekümmert. Das war's. Wir sollten uns vergewissern, dass es den Kolonisten gut geht. Sind alle in Ordnung?
Sarah Nix, du hast dich für mich ausgegeben, stimmt's? Wie hast du... Denkst du, ich kenne meine eigenen Tricks nicht? Und hör auf, meine Stimme zu benutzen! Tut mir leid, aber es war einfach alles viel leichter, als die Leute dachten, ich wäre du. Weil du Kontakte hast und so. Sid! Sie haben uns also wirklich nicht geholfen. Wie Sie gesagt haben, es war... Ja, meine kleine Schwester. Hallöchen, Nerdy. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Eines muss man ihrer Schwester lassen, Vetra. Sie hat wirklich was geleistet. Ryder, unterstützen Sie sie nicht auch noch? Sid, ich weiß, dass du irgendwo hier in der Anlage bist. Steig in dein Shuttle und flieg zurück zur Nexus. Aber ich kann dabei helfen, alle hier rauszubringen. Du hast eine Tür gehackt, ohne sie auf Sicherheitsmaßnahmen zu überprüfen. So eine Hilfe brauchen wir nicht. Dann übernimm du das Kommando. Ich hab die ganze Basis im Blick. Ryder? Wenn sie uns sagen kann, womit wir es zu tun haben, wäre das eine große Hilfe. Siehst du?